Jo, hi zusammen. Ja, ich lebe auch noch und von mir gibt es heute auch mal wieder was Neues, weil heute ist perfekt, weil der Postbote ist nämlich schon auf dem Weg. Der müsste sogar jeden Augenblick kommen. Und zwar geht es heute um die Wasserkühlung für meine 68er XT Red Devil. Und ja, wie ihr sehen könnt, hier habe ich sogar schon Holzbalken drunter gelegt, weil das Ding so schwer ist. Und ja, auf jeden Fall kriege ich heute endlich die Alpha-Cool-Wasserkühlung extra für diese Karte. Weil bis für die Red Devil mal eine rauskam, hat ja schon ein bisschen gedauert. Oder sie war halt ständig ausverkauft. Und ja, ich hatte sie ja damals auch vorbestellt. Und boah, ich habe da 3 Wochen gewartet und dann hat sich das von einem Tag Wartezeit wieder auf 90 Tage hochgesetzt. Und oh, dann habe ich die Bestellung einfach storniert. Und ja, ich hatte einfach keinen Bock zu warten. Auf jeden Fall, der Postbote ist gleich da und dann bauen wir das zusammen ein. Ja, allerdings muss ich ein bisschen was umbauen, weil ich habe keine Verschlüsse mehr. Das heißt, ich muss das Ding leider erstmal wegmachen. Es ist sowieso nur Deko, aber trotzdem. Und hier werden wir gleich abschneiden und den Wasserblock einsetzen. Ja, ich hoffe, mein Kühlwasser reicht noch. Ich habe eigentlich gar nichts mehr. Ansonsten muss ich ein ganz kleines bisschen Wasser hinzufügen, normales, aber ist nicht so schlimm. Eine Woche hält das wohl durch. Dann bestelle ich was Neues und ja, ich freue mich drauf. Und das Gute ist, die Wasserkühlung habe ich bei Kleinanzeigen bekommen für lappige 55 Euro. Ey, super geiler Preis. Also da habe ich sofort zugeschlagen. Und ja, dann hoffen wir mal, dass gleich alles glatt läuft. Ich freue mich schon drauf. Lange nichts mehr gemacht am Rechner. Weil ich muss sagen, ich spiele im Moment gar nicht so oft. Ich bin mehr auf meine PlayStation im Moment. Aber das ist immer so phasenweise. Dann spielt man da mal wochenlang. Dann kommt mal wieder ein Spiel raus, was auf dem PC besser ist. Wie Shooter zum Beispiel. Da spiele ich grundsätzlich nur am Rechner. Und so weiter. Egal. Wir sehen uns gleich. So, mein Paket ist endlich da. Tada! Und der blöde Spasti. Er hat noch nicht mal geklingelt, einfach nur vor die Tür hingelegt und ist dann ganz schnell abgehauen. Aber egal. Wenn man auf etwas wartet, guckt man sowieso alle 5 Minuten aus dem Fenster. Du, dann wollen wir das mal aufmachen. Ja, das ist mal sicher verpackt. Okay, Freunde. So. Hier haben wir das schöne Ding. Wie gesagt, das war natürlich schon in Benutzung. Kann sein, dass die Wärmeleitpads noch draufkleben. Was ich jetzt nicht schlimm finde. Da muss ich das nicht machen. Ja, sag ich doch. Nehme ich schon drauf. Genau, ist schon alles drauf. Boah, ist doch ganz schön groß. Ja. Ist sogar noch ein kleines bisschen Wasser drin. Aber nicht so schlimm. Für das Geld braucht man nicht zu meckern. Sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Schönes Acryl. Top. So, dann baue ich mal die andere Karte aus. Und dann sehen wir uns gleich. So, da haben wir das Schmuckstück. Wie man sehen kann, ist das natürlich wesentlich kleiner. Finde ich richtig gut. Und dementsprechend auch nicht mehr ganz so schwer, obwohl das Ding hat auch ganz schön Gewicht. Oh Scheiße, ich Idiot, habe mit dem Finger drauf gepackt. Ah, nichts passiert. So. Ja, gut, das ist ein ganz schöner Unterschied. Ja, dann werde ich das Teil jetzt mal auseinanderschrauben. Und hoffe ich, dass alles klappt ohne Probleme. Und dass nicht wieder da 6 Stunden dauert wie mein letzten Video, wo ich Wasserkühlung eingebaut habe.
Und ja, dann sehen wir uns gleich. Oh je, es ist ganz schön fummelig hier. Vor allem hier diese blöde Schraube da unten, da kommt man gar nicht dran, weil die Heatpipe da im Weg ist. Aber egal, wir versuchen es weiter. So Leute, ich habe das Ding jetzt zusammengebaut. Ich habe das jetzt extra nicht aufgenommen, weil sonst hätte das Video, also würde zu lang dauern. Also so sieht es aus von hinten. Eine schöne schwarze Backplate, muss man ein bisschen sauber machen. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es drauf montiert ist. Ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut vom Design. Also wirklich schön, richtig geil. Schön mit LEDs, AMD Radeon. Und ja, boah, das ist echt schwer, ey. Junge, Junge, ey. Das ist fast so schwer wie das Ding mit dem Lüfter drauf. Aber nicht ganz. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich werde jetzt erstmal das Wasser ablassen und dann den Schlauch gleich abschneiden. Und dann schauen wir mal, aber als erstes werde ich die Karte mal reinstecken. Nur mal, um zu gucken, wie weit ich gleich abschneiden muss. So, die Karte steckt. Ja, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Klar, wenn ich es festmache, dann. Aber die ist nicht so schwer wie die davor, wenn man mal drunter hält. Ein ganzes Stück kürzer. Also jetzt nur noch zwei Slots und vorher drei. Ja gut, ich habe den Pin jetzt nicht mehr. Die Blende, aber egal. Sieht sehr schön aus. Ja, dann gucken wir doch mal. Also eins muss ich sagen, das Entleeren ist gar nicht mal so einfach, vor allem wenn man alleine ist. Guckt euch das mal an hier. Das Ding ist echt leer. Ja, ein bisschen ist mir schon daneben geflutscht hier. Habe es natürlich schnell mit Zewa aufgefangen. Ja, das ist schon mal leer. Jetzt klemme ich das ab. Der Schlauch passte leider nicht ganz von der Länge. Also muss ich einen älteren Schlauch nehmen. Deswegen, man sieht hier schon die Ablagerung. Aber egal. So, kleiner Zwischenstopp. Das passt, aber wirklich haargenau, ey. Ich habe ein kleines bisschen zu viel abgeschnitten, deswegen ist er ganz schön auf Spannung. Hier auch eine schöne Rundung reinbekommen. Zack. So, das drehen wir jetzt schön zu. Dann ist der untere Bereich noch dran. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Boah, so Leute, es ist endlich vollbracht. Ich muss ehrlich zugeben, mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Ich hatte eigentlich ein Video dazu gemacht, aber da es jetzt doch funktioniert hat, habe ich es jetzt weggeschmissen. Auf jeden Fall, mir ist ein Missgeschick passiert. Der Schlauch, der von der CPU in den Radiator reinging, war sowas von auf Spannung, weil der zu kurz war. Also er hätte noch einen Zentimeter gebraucht, dass er während des Betriebes halb abgefallen ist und alles auf meine Grafikkarte gelaufen ist. Und oh, ich habe natürlich sofort den Stromstecker gezogen. Und auf jeden Fall, um es ganz kurz zu machen, dann wollte ich das alles sauber machen. Es ging auch alles. Dann habe ich das Gehäuse hin und her gewackelt, um die Luft rauszukriegen, was ich immer noch nicht geschafft habe. Hört man bestimmt auch. Und plötzlich wurde mein Bildschirm schwarz. Ja, die ganze Zeit. Und dann ging es mal wieder. Dann wurde wieder der Bildschirm schwarz. Dann habe ich die Grafikkarte auseinandergebaut, getrocknet und für eine halbe Stunde im Backofen reingelegt bei 40, 50 Grad. Und siehe da, es funktioniert wieder. Bis jetzt ist alles in Ordnung. Ich habe Benchmarks durchlaufen lassen. Alles läuft, keine Fehlerchen, wie auch immer. Und ich möchte euch auch nicht auf die lange Folterbank schieben. Gucken wir uns das Ganze mal an. Okay, Leute, ich bin mal kurz aufs Desktop geswitcht. Wie man sehen kann, läuft der Rechner immer noch wunderbar. Ich hoffe, das bleibt auch so und der kackt nicht später irgendwie ab. Aber ich denke mal, es läuft alles. Auf jeden Fall habe ich mit Superposition Benchmark getestet. Natürlich in WQ-Einstellung, weil 4K-Monitor habe ich jetzt nicht. Außer mein Beamer, aber
Den wollte ich jetzt nicht extra anmachen, deswegen. Auf jeden Fall die höchsten Einstellungen, die man so machen konnte. Zumindest hier. Extreme. Alles hoch. Und das waren die Ergebnisse. Mit den Standardlüfter auf ganz normalen Standardeinstellungen, wie die Karte ist, hatte ich einen Hotspot von satten 98 Grad, was schon wirklich hoch ist. Und mit der Wasserkühlung gerade mal 65 Grad. Und ich habe wirklich den Benchmark von Anfang bis Ende durchlaufen lassen. Wirklich mega geil. Super. Gefällt mir richtig gut. Aber ich betreibe meine Grafikkarte grundsätzlich in Undervolting-Modus, weil ich halt ein bisschen Strom sparen möchte. Ich habe das schon mal ausgerechnet mit Strommessgeräten. Da kann man bis zu 80 Watt sparen. Und Spulenfiepen ist dann eigentlich gar nicht mehr vorhanden, wirklich. Also wer von euch halt empfindlich sein sollte, hatte ich gerade mal 92 Grad Hotspot, was auch noch völlig in Ordnung ist. Aber mit der Wasserkühlung, ey, 57 Grad die ganze Zeit. Es war immer so im Schwanken, so 54, 56, wirklich richtig gut. Und ich denke mal, diese Einstellung werde ich auch beibehalten erstmal. Es sei denn, es sind Spiele, die wirklich Leistung fressen, dann mache ich natürlich maximales Overclocking. Das wollen wir natürlich auch sehen. Wirklich maximal, was Watt man uns hergibt. Da hatten wir gerade mal 77 Grad. Das ist wirklich hammergeil. Weil ich hatte das vorher mal mit den normalen Lüftern gemacht. Da hatte ich die Lüfter auf 100% gemacht. Also alles, was geht, war natürlich laut wie ein Flugzeug. Und da, selbst da hatte ich 100, 104 Grad, 105. Und das war so heiß, dass die Karte schon automatisch diesen Takt gar nicht mehr halten konnte. Aber hier hatte ich die ganze Zeit im Benchmark wirklich einen Takt von 2700 noch was. Ich guck mal, ob ich das Bild finde. So, hier, damit ihr nicht denkt, ich lüge hier, habe ich einen Screenshot gemacht während des Benchmarks und ihr könnt sehen, 2722 MHz Takt und bei einem V-RAM-Takt von 2140 ungefähr. Also wirklich astrein. 75 Grad hatte ich hier höchstens. Das ist die normale GPU-Temperatur. Das ist der Hotspot, also der Junction-Wert. Und natürlich Watt, ne? 360 Watt hat die Karte in dem Moment gezogen. Das ist natürlich schon ordentlich. Ja, also ich persönlich möchte nicht so die ganze Zeit spielen, weil das wird einfach zu teuer. Da hat der Gesamtrechner einen Verbrauch von, ich habe das mal ausgerechnet, irgendwas mit 580 bis 600 Watt. Ne? Und da können schon ganz schöne Kosten entstehen. Deswegen nur, wenn es wirklich notwendig ist. Wenn ihr ein 4K spielt habt und ihr braucht die FPS, gut, dann könnt ihr es machen. Aber ansonsten temperaturmäßig wirklich geil. Ich kann sie nur empfehlen, Leute. Kauft euch die und werdet glücklich damit. Haut rein.